Hi Leute, wir zocken Ace of Space. Hier ist auch der Glenn dabei. Hallo. Yep. Wir im Hintergrund Musik, also ist ja eine Musik an. Die darf jetzt der Glenn nennen. Das ist von Monster Cat. Yep. Eine Musik, ja, die den Link wird bestimmt, würdet ihr in der Beschreibung finden. Das geht irgendwie 1 Stunde 45 Minuten, weil das so ein Best-of ist von Monster Cat. Mhm. Ziemlich geil, muss man sagen. Und natürlich könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr diese Musik gerne habt und öfter mal Musik im Hintergrund haben wollt, das können wir natürlich einrichten, ne? Ja, klar. Und ihr könnt auch schreiben, lauter, leiser, weil das ist natürlich schwer, das jetzt gerade so einzuschätzen. Ja, das werde ich auch mal sagen. Wir sind auf dem Server übrigens auf dem Club East Coast. Ja. Und ich habe eine scheiß Waffe. Was hast du, eine Rifle? Ja. Wusste ich auch nicht, wie ich da dran gekommen bin, aber egal. Ich nehme hier entweder Schotti oder... Aber Schotti ist ja auch scheiß Rifle oder... Hallo. Da war ein Camper. Yes. Ich räume gerade richtig ab. Ja? Dann lass mal gucken. Glenn spielt schon etwas länger drauf. Ja, aber ich da habe ich bisher nur 5 Kills gehabt. Nein. Ich bin gerade erst drauf gekommen. Ja, ja, immer schlechte Ausreden. Ja, trotzdem. Ich bin gerade. Ja. Nein, nee, wir haben gerade eben schon eine Feldaufnahme gehabt, da hättest du auch, also bist du hier schon auch ein paar Minuten drauf. Ja, habe aber keinen abgeschossen. Ja, weil es gab eine Feldaufnahme, Nick hat auf den falschen Knopf gedrückt. Hey, ich bin Deutsch, ja. Natürlich, ich habe immer gern Deutsche auf dem Server. Aber doofe Leute auch nicht, ne? Das muss man schon sagen. Ja, ja, es gibt ja auch an diesem gibt's ja asoziale Leute, weil alle meinen, die Brücken. Ich hab bestimmt gerade eben alleine nur meine Hälfte der Zeit für Brücken bauen und dann kommen immer diese Wichser da. Sorry, ich sage jetzt einfach, ich benutze hier Kraftausdrücke. Kommen diese verfickten Wichser und meinen, ja, ich baue die mal ab, weil ich es kann. Alter, ja, der hätte es auch aufregen können. Und ich beleidige auch, ich nehme manchmal ein paar Schimpfwörter im Chat, aber zum Beispiel fucking oder so, aber jetzt übertreiben will ich auch nicht. So das W-Wort oder das S-Wort. Ne? Bäh. Ha, da will der eine mich mit Granaten killen. Alter, wie schlecht kann man nur sein? Da versucht er mich mit Granaten zu töten. Der hätte mich locker abschießen können und dann bemerke ich den erst. Jetzt hätten die mir Gedanken mit den Brücken. Ja, ja. Ja, ja, ich war ja im anderen Team und da so ein scheiß Griefer war, wenn ich... Ha. Der hat da einfach... Mir legt sich keiner an. Boah, Alter, fühlt sich jetzt schon, weil du 7 Kills hast, ne? Nein, heute mal kein Team, weil das eigentlich eine Spontanaufnahme ist. Ne? Ja. Ich war online, er hat mich angerufen und da die Aufnahme und da wir eigentlich auch gar kein Material brauchen, aber gerade mal Bock drauf hatten. Ja, weil ich habe noch ganz und viel Material. Und da ich dann bestimmt noch gute 4 Videos oder 8 locker. Oh ja. Wir haben mal wieder so eine Session gemacht, war ziemlich schade. Double. Aber ich muss danach erstmal alles rennen und das kann etwas dauern. Aber wir werden Outlast letztens, ja. Da sieht auch die Sarah. Sarah, ne, das Outlast wird ja vor Dings, dass sie kommen. Outlast ist extrem, Alter. Also wer sich das nicht angucken kann, da gibt es auch mal wieder was gut zum Lachen. Wie bei allen Outlast bestimmt. Was für Scheiß. Oh! Ey, nee. Das steht ja. Gay. Oh. I like the boss. Hacker. Alter. Die schreiben es auch noch rein. Hacker? Ja, bestimmt. Yes, und dann schreibt hier. Entschuldigung. Wie behindert kann man sein? Oh nein.
Och nee. Ach. Das kennt doch nicht, ne? Weil wir haben bestimmt noch bis. Aber wir haben ganz viel Material, aber wenn wir Bock drauf haben, ist natürlich auch besser für euch. Das merkt man ja dann, ne? Zumindest ich hab Bock auf Niklas. Den habe ich eigentlich dazu schon fast gezwungen, könnte man sagen. Was denn? Dass du auch nimmst, obwohl. Ach hallo Niklas, komm mal mit, komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal gut, komm mal mit zu Papa. Ja, okay, wir. Du bist so ein scheiß Noob, Alter. Ja. Ja, das Telefon. Das überdecken wir jetzt. Okay. Ich war kurz auf Sturm, weil. Entschuldigung, wegen des Telefons. Ja, ja, ich hab direkt einen Telefon. Ich wollte gerade schon überdecken. Ja, ist gut. Das ist auch mal doof, wenn ich direkt das Telefon an der Nase vorn habe. Ey! Mensch! Jetzt wär's aber jetzt erst richtig warm. Ja, das sagst du. Nein, nein! Hola, Spanisch, ey, mein Gallo. Ach, du bist Spanisch. Als ob ich Spanisch sprechen kann, das lerne ich auch von heute auf morgen, ne? Das ist genauso, als ob mir von heute auf morgen vier Beine wachsen, ey. Wer weiß. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Map heißt, aber egal. Pinpoint. Wie? Pinpoint. Sicher? Ja. Yep. Oh. Fuck, ihr Wichser, Alter! Entschuldigung, aber so muss ich. Ihr Wichser! Ja. Wo? Alter, jetzt. Jetzt. Harr. Ja, yep. Heute war einmal morgen früh die Sarah bei mir. Ja. Die hat mal versucht aufzunehmen und nämlich Outlast. Ja, die hat ja ein Horror. Ist so, das ging diesmal richtig ab. Also, Niklas hat mir auch mal die 10 gezeigt, was passiert ist, dass man, Alter, nur allein, dass die Leute so behindert sind und das zeigen über einen bunten Monitor, dass das ein Zombie das Licht ausmacht. Ne? Ach, Mann, ja. Alter, da ein Zombie so mit Kreuz auf dem T-Shirt auch noch. Ich bin in Amok gelaufen, ey. Ich schwöre dir, dann habe ich nur gedacht, was hat das für einen Sinn? Ich meine, ich kapiere überhaupt nicht das ganze Spiel, davon abgesehen. Du bist irgendwie drin, du nimmst nicht den Weg, wie du reingekommen bist, was so un. Ich hätte den Weg genommen, wie ich reingekommen bin. Ne? Ja, und wie komme ich nach oben, wenn es keine Treppe gibt? Ach ja, ja. Stimmt, ja. Scheiße. Ja. Ich wäre jetzt recht gar nicht in die Anstalt reingegangen. Ja, was soll ich denn da machen? Ja, da vorne ist so ein bisschen rumkreuschen. Let's play Outlast. Nicht in die Anstalt. Ja. Ja, dieser Deus bestimmt. Macht er sofort einen Double Kill. Als ob er wusste, als ob wir da stehen, ne? Hat uns gesehen, einfach reinballern. Ach, Mann. Schade. Ja. Das war wohl ein Spaß mit dem, ne? Outlast, nein, ich werde heute bestimmt nicht schlafen können. Sollen wir heute nochmal aufnehmen, Outlast, Glenn? Ja, bestimmt, nee. Wie? Am Arsch vorbei. Och, Glenn. Ja, du kannst alleine aufnehmen. Du bist aber dann im Hintergrund. Mund, nee. Leck mich am Zickeli, nee. Zickeli? Das hört sich wie Österreich an. Österreich, ja. Nein. Oh je, Alter. Ja, schon. Sag mal. Wie viel Schaden macht das denn etwa? Sein Maschinengewehr. 3 Schüsse und ich bin weg. Oh, nee. Schau. Glenn, ich überhole dich jetzt noch bestimmt.
Ja, ja, in deinen Träumen, Alter. Wir machen 12 Minuten, damit ich das... Ja, Alter, was bist du denn für ein Hacker? Ich? Ja, 21 Kills. Ja, ich schieße. Ja, man sieht es doch. Ich muss ja auch manchmal Pum-Pum machen. Ja, du musst ja irgendwie, du musst ja irgendwie an seine Kills rankommen. Ja, gestern die Folge, da war ja dieser Wichser. Der hat ja wirklich hart gehackt. Man konnte ja gar nicht mehr gehen. Der hat irgendwie einen Block gebackt und hat dann hat ganze Zeit kill all. Nee, ich bin immer selber. Mensch. Die Musik ist okay, ne? Also, ist okay, ist gut. Nein! Hä? Was ist denn mit dir los? Du hast die Musik ausgesucht, das habe ich dir überlassen. Ja, weil er mit Hey Brother kam. Nein, nämlich doch, nicht. Was? Nein, Leute, er hat gesagt, die Musik lasse ich da jung. Hey Brother. Hab ich gesagt, das kommt nicht in die Tüte, Junge. Nimm Monster Cat. Er wollte mit Hey Brother. Wenn ihr Hey Brother hören wollt, was bestimmt die Hälfte nicht seht, weil sowas einfach besser ist. Ja. Im Hintergrund. Als hey, als ehrlich das Ding übersteuert oder so. Ja, das ist ja nur Summe, das kann ich auch. La, 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 weißt du, das, oh, das ist instrumental, du dummer Ken. Nee, echt? Ja, nee. Du bist doof. Och Mann, jetzt bin ich wegen dir gestorben. Ja, das freut mich. Wir müssen Schluss machen. Wenn euch du bist voll der Spielverderber. Nein, nee. Alle in die Kommentare schreiben, Niklas ist ein Spielverderber. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare oder lasst eine Bewertung da. Ciao.